Zur ersten Haushaltsrede eines neuen Finanzdezernenten gehört ein Blick ins Grundsätzliche. Wen anders sollten wir da aktuell befragen als Martin Luther? Das Thema der Finanzen oder konkreter das Thema des Geldes hat Luther stets beschäftigt. Und wenn ich es recht sehe, ist das Geld, das da im Kasten klingt, einer der Auslöser der Reformation. Mit dem oben genannten Zitat ist es dann auch für uns Christen geklärt. Wir haben die frohe Botschaft von der Liebe Gottes, die für uns gilt, unabhängig von unserem Tun und Lassen. In dieser Perspektive ist es gleich, wie wir wirtschaften. Wir haben einen Haushalter, der die alltäglichen Gesetze unseres Lebens außer Kraft setzt. Wir haben Christus, der aus wenig viel und aus nichts alles machen kann. Was könnten wir mehr wollen? So befreiend das ist, so sehr erlaube ich mir zu betonen, dass hier selbstverständlich keine direkte Wechselwirkung zu einer Haushaltsplanung der Evangelischen Kirche von Westfalen besteht. Und jetzt eine letzte ökonomische Grundlage unseres Haushalts. Eine Niedrigzinsphase zerstört den Sanierungsplan unserer Versorgungskassen. Die Niedrigzinsphase könnte morgen vorbei sein und mein Reden überflüssig. Die ökonomische Wahrscheinlichkeit spricht aber für eine andauernde neue Geldpolitik. Zur Entschuldung der Staaten wird das Geld schleichend entwertet. Gut für den Verschuldeten, schlecht für alle, die sparen. Sie merken das wahrscheinlich selbst auch immer wieder, wenn Sie mal eine Bank besuchen sollten, solange es die noch gibt. Gut für den Verschuldeten, schlecht für alle. Das liegt aber nicht an der Person des Herrn Draghi, der ja immer wieder da zitiert wird. Es ist erklärter Wille, die verschuldeten Euro-Staaten nicht in die Rezession zu treiben, sondern eine quasi kalte Enteignung der Sparer durchzuführen. Wer den ökonomischen Wahnsinn betreibt und eine deutsche Staatsanleihe kauft, bekommt dafür nach 10 Jahren nicht einmal einen einzigen Euro Zinsen, sondern weniger zurück, als er gegeben hat. Das hätte vor ein paar Jahren wie ein Märchen aus einer anderen Welt geklungen und ist heute Realität. Kein Wunder, dass Herr Schäuble wohl gestimmt ist. Die Niedrigzinsphase wird die deutschen Banken und Lebensversicherungen ins Mark ihres Geschäftsmodells treffen und dezimieren und alle Versorgungs- und Pensionskassen zu erheblichen Maßnahmen zwingen. Der Ständige Finanzausschuss hat deshalb ein neuer Vorgang, eine Klausurtagung beschlossen, wo wir die Rahmenbedingungen und die Handlungsoptionen prüfen. Im nächsten Schritt werden sich die Kirchenleitung und verschiedene Gremien damit befassen und im nächsten Jahr sollen dann an dieser Stelle dazu konkrete Beschlussvorlagen stehen. Das setzt entsprechende Zahlen voraus und darum jetzt der Blick in die Glaskugel, Wirtschafts- und Kirchensteuerentwicklung 2017. Die aktuelle Börsenlage post-Trump hat ja dankenswerterweise schon der synodale Gritzahn in der Predigt erörtert. Hat sich aber nicht so viel geändert an der Börsenlage. Die europäische Wirtschaft befindet sich weiterhin in einer stabilen Schieflage. Die Notenbanken tun alles, wie schon erwähnt, um es zu keiner Rezession kommen zu lassen. Noch besteht die Hoffnung, dass Strukturmaßnahmen der betroffenen Staaten zu einer Trendwende führen. So ist ein echt positives Zeichen, dass der Brexit aus Sicht der Europäischen Union wirtschaftlich gut verkraftet worden ist. In diesem schwierigen Umfeld steht Deutschland relativ stabil da. Die Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung für das Jahr 2017 gehen von einer abgeschwächten, aber weiterhin positiven Entwicklung in unserem Land aus. Dem folgen die staatlichen Steuerschätzungen, die mit einem abgeschwächt steigenden Steueraufkommen rechnen, an dem wir Kirchen mangels entsprechender Taufquoten immer weniger partizipieren, aber doch partizipieren werden. Dieses Gesamtbild hat die Kirchenleitung auf Anraten des Ständigen Finanzausschusses zu einer milden Erhöhung der ursprünglichen Schätzung bewogen, die nunmehr von 485 Millionen ausgeht. Damit bleiben wir bei der vorsichtigen Schätzungspolitik der vergangenen Jahre und behalten den sogenannten Risikopuffer bei. Dies beruht auf einem breiten Konsens, der sicher auch auf das beschriebene Erlebnis des Jahres 2005 zurückzuführen ist.
die Sicherstellung einer planmäßigen Abwicklung des Haushaltes und damit insbesondere der Personalausgaben hat eine hohe Priorität. An dieser Stelle möchte ich den neuen Synodalen unter uns sowie eventuell neu interessierten Synodalen einen Hinweis zur Systematik geben. Mein persönliches Hilfsmittel in den Anfangsjahren und bis heute ist dazu die Finanzplanung, die Sie in Ihren Unterlagen als Anlage 6 finden und auf die ich im weiteren Verlauf immer wieder eingehen werde. Können Sie den Finger drin halten oder Ähnliches, dass Sie immer wieder draufkommen. Die Finanzplanung hat im Gegensatz zu manch anderen Vorlagen einen großen Leserkreis. Formal beschließt die Synode allein die Verteilungsvorlage, die Sie in der blauen Vorlage 5.3 finden. Praktisch braucht aber jeder Haushalter eine Idee, wie die nächsten 5 Jahre aussehen werden, die er den Planungen zugrunde legen kann. Und das ist die Aufgabe des Ständigen Finanzausschusses, der diese Planung jeweils im September beschließt. Ich hörte, bereits der Entwurf dieser Vorlage gehört zur heißen Ware auf dem kirchenpolitischen Markt der Möglichkeiten. Eine Erläuterung der Hintergründe jeder einzelnen Zeile bedürfte einer eigenen Fortbildung, aber Sie alle kennen sicher ein kundiges Mitglied eines kreiskirchlichen oder landeskirchlichen Finanzausschusses, welches sicher gerne Auskunft gibt. Mit der Reform unserer Verwaltungsordnung hat die Kirchenleitung dankenswerterweise entschieden, deren Geltung auf alle Ebenen auszuweiten. Wir werden dazu im Tagungsfinanzausschuss hören. Das hat zur Folge, dass die traditionelle Defizitplanung dieses Haushaltes zu beenden ist. Das soll aber natürlich nicht abrupt geschehen, sondern im Rahmen eines steten Abschmelzens. Auch aus kaufmännischer Betrachtungsweise schafft eine Defizitplanung in der Erwartung höherer Einnahmen Probleme. Die treten nämlich dann auf, wenn einmal die Einnahmen wegbrechen sollten. Dann gibt es nur die Alternativen sofortiger Eingriff in den Personalbestand oder Verschuldung. Sie können sicher nachvollziehen, dass ich beides gerne vermeiden würde. Finanzausschuss und Kirchenleitung haben entsprechende Maßnahmen begrüßt und Eckpunkte für die Haushaltsplanung 2018 festgelegt, wie das grundsätzliche Einfrieren der Haushaltstitel und die Einsetzung eines erneuten Struktur- und Planungsausschusses. Dies ist im Kollegium des Landeskirchenamts sowie mit den Ämtern und Werken bereits im Sommer erörtert worden, damit die jeweiligen internen Planungen frühzeitig angepasst werden können. In diesem Zusammenhang muss ich eine schriftliche Forderung des Pfarrvereins an die Kirchenleitung erwähnen und gestern hat ja auch der Vertreter des Rates der Vikare darauf Bezug genommen. Der Pfarrverein fordert, die in Notzeiten aufgegebene Durchstufung nach A14 für den Pfarrdienst wieder einzuführen und wird darin, für mich erstaunlich, vom Verband kirchlicher Mitarbeiter unterstützt. Dieser Forderung war bereits ein ähnliches Schreiben von 20 Pfarrerinnen und Pfarrern eines Kirchenkreises vorausgegangen. Die Frage ist damit offiziell gestellt. Die finanzpolitischen Folgen einer derartigen Besoldungserhöhung, wären erheblich. Wer bereits heute den wachsenden Anteil der Pfarrbesoldungs- und Versorgungskosten in allen Haushalten sieht, würde dann noch einmal einen ersten Sprung und dauerhafte Steigerung dieser Kosten sehen. Von früheren Synoden geforderte Begrenzungen würden deutlich überschritten. Es gibt hier viele Argumente und Hintergründe und Finanzdaten auszutauschen. Und die sollen im nächsten Jahr an mehreren Stellen ihren Platz finden. Denn ein Austausch in dieser Frage, die ja vor allem mit dem Hinweis auf die anderen Landeskirchen verbunden ist, halte ich angesichts der Deutlichkeit der Forderung für geboten. Es wird Sie aber nicht überraschen, dass eine Gesetzesinitiative aus meiner haushälterischen Perspektive nicht eingebracht werden wird.